Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher 3. Wir kümmern uns hier gerade immer noch um die Mittagserscheinung. Mehr oder weniger. Kamera, hallo? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Hier drin ist halt wirklich gar nichts. Oh, hier sind ja Spuren. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Und im Brunnen wird vermutlich das Armband hängen, oder? Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Ja. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Ja, ne? Das ist doch mal so eine ganz optimistische Hoffnung. Ich kann X gedrückt halten zum Tauchen. Aber warum sollte ich das wollen? Achso, ja, weil da unten. X. Achso, ja. Gibt ja kein X, es gibt ja nur Viereck. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Ah, hier kann ich an Land gehen. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Ups. Verlass die Höhle und kehr nie mehr zurück.
Nee, ich bin nass. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Ja, oder auch nicht. Alchemie. Tränke, Zutaten fehlen. Öle, Geisteröl, Zutaten fehlen. Also ist die wichtigste Vorbereitung ein guter Safe State. Fach ein Feuer. Und das Armband. Igni. Ich glaube, es hat geklappt. Au. 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 Ah, nee, warte, LT ist. Und ich bin tot. Cool. Okay, ich unterbreche die Aufnahme. Das wird mir schon wieder zu frustrierend gerade. Also, bis gleich. Und damit sehr ganz herzlich willkommen zurück zur weiteren Runde Witcher 3. Na, kriegen wir es hin? So. Beim letzten Mal wurden wir ziemlich mies von dieser Mittagserscheinung zerstört. Weiß gar nicht, ob ich das hochgeladen habe. Auf jeden Fall, ich wurde ziemlich mies von der Mittagserscheinung da zerstört. Ja, und mach deswegen jetzt erstmal was anderes. Ich suche erstmal diesen dünnen wilden Wert. Oh, was haben wir da? Ups. Silberpilze, okay. Welches Level habe ich eigentlich? 1, so gut, die Erscheinung ist 3. Schwierig zu besiegen. Ein Silberschwert allein reicht nicht. Auch Irden ist vonnöten, um Erscheinungen festzusetzen und in körperliche Form zu zwingen. Ach so. Da sollte ich mir vielleicht öfter mal diese Glossar-Einträge durchlesen. Wo ist die Karte? Hier sind die Ziele deiner. Okay. Nee, die Karte der Umgebung. Okay. Ich würde doch schnell reisen nach. Von hier aus ist kein. Ich muss eine Schnellreisekreuzung finden. Lass mich raten, eine Schnellreisekreuzung ist dieses grüne Geknister da auf der Karte.
erstmal hier die Bude ausräumen. Perlen. Kurzschwert aus Stahl. Inventar. Also. Okay, hier ist nichts in der näheren Umgebung. So. Na? Viech? Lauf, Blätze! Ah, genau. Zweimal drücken und dann gedrückt auch halten. Na? Komm schon, Plätze. Ah, er zieht automatisch das Silberschwert. Das finde ich gut. Au. Okay. So. Und diesmal habe ich es sogar geschafft zu parieren. Nein. Nein. So, was haben wir hier? Nein. Oh Gott, ich habe gerade die ganze Zeit Final Fantasy VII Remake gespielt. Und das Interagieren auf Dreieck. Jetzt drücke ich die ganze Zeit Dreieck, wenn ich irgendwas benutzen will. Habt ihr auch schon mal schneller ankommen sehen? Mich. Oh, ich muss nach rechts. Warte mal. Fragezeichen? Fragezeichen deutet nach unten. Ah, Schmugglerversteck. Muss ich leider von der anderen Seite ran. Schade. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Wahrscheinlich hier gar nicht, ne? Nein, schade. Hat mir gerade die Kiste Schaden gemacht. Was habe ich denn? Was habe ich jetzt gemacht? Vitalitätsregeneration, wieso das denn? Wie komme ich jetzt wieder hoch? B ist springen, aber Gera kann sich da oben nicht festhalten, weil, weiß nicht, Gera zu dumm ist oder so. Haben wir's? Wie komme ich denn jetzt wieder aus dem Wasser? Oh, die Minimap zeigt es mir. Gott, ey. Okay, schade. Ja,
Amethyst, Ziegenhaut und Dunkeleisenbarren. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, das Spiel ist nicht so flott, wie ich es gerne hätte. Die Steuerung ist manchmal auch ein bisschen unpräzise. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Los, los! Also die Steuerung funktioniert leider nicht ganz sauber. Na gut, vielleicht kommt man trotzdem damit klar. Moin. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden, dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Ach. Weil es gerade so ein Thema ist, ich habe hier gerade eine SMS bekommen. Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Ah, schön. Habe ich jetzt doch mal so eine Spam-SMS bekommen. Bin ich jetzt auch eins von diesen coolen Kids. Da unten geht was ab. Spiel gespeichert. Au. 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 Oh, scheiße. Ja, da war ich gestunt. Weil ich nicht wusste, wie man die Zeichen wirkt. Ups. Ah, so habe ich vielleicht auch neulich einfach die Aufnahme abgebrochen, indem ich aus Versehen auf den Knopf gekommen bin. Ja, auch eine Möglichkeit. Au. 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 Ach, scheiße, schon wieder gestunt. So. Oh, nicht alle von den Ghulen kann ich looten. Aber dafür kann ich alles, was hier rumliegt, looten. Ui, lol! Das ist ein Sprengfass! Woher sollte ich das wissen? Ah, herrlich. Runenstein.
und eine Fassung des Schwerts platziert. Ja, mein Schwert ist fassungslos. Okay. Mehr habe ich gerade nicht bekommen. Handwerk. Ah, hier. Die ganzen neuen Sachen werden mir angezeigt. Also ich töte gerade alles Mögliche einfach deswegen, dass ich dann ein bisschen levele. Ich habe sehr wenig Erfahrungspunkte oben. Regenerieren sich meine KP eigentlich mit der Zeit? Das sieht so aus, als würde meine KP tatsächlich ein bisschen regenerieren. Schätze mal, ich kann später auch einen Skill erwerben, der die passive KP-Regeneration verbessert. Anordnung A280-9. Das Begraben der Leichname erhängter Deserteure und Aufständischer ist hiermit strengstens verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. Sehr schön, man kann hier wieder mit den Leichen spielen. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Ist mir egal. Komm schon. Oh Gott, bin ich ein schlechter Mensch. Viech. Schneller. Nee, warte. So. Oh, halt, hier geht's ja rechts lang. Trifft ihr beim Schlachtfeld mit Dune. Alkoholhest. Okay, mit Hilfe von starkem Alkohol wurden alchemistische Zutaten aufgefüllt, finde ich gut. Monsternest. Oh, hier sind ja doch ein paar unterwegs. Na ja, komm, komm. Zack, erledigt. So. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Brauchst du eine kathetische Sammlung oder die Bombe tanzender Stern? Absurde, Alkohol. Bomben. Kathetische. Brauche ich? Salpeter und Calcium. Und Salpeter und Calcium kann ich nicht herstellen. Mhm. Okay, also kann ich das hier noch nicht abschließen. Alles klar. Verstehe ich.
Okay, da vorne geht die Quest dann los. Dann speichere ich mal schnell. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Zielgebiete. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Asche. Warte mal, brauchte ich nicht Asche für Hexe? Da vorne sieht es mir nach bösen Viechern aus, ja. So, brennen. Ah, was heißt er das? Nein. Der Nachbarssohn. Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Wie viele Nachbarssöhne hast du? Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Ja, könnt ihr noch irgendwas looten? Nee. Aber bei euch kann ich noch looten. Braucht ihr ja eh nicht. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Gut, dann probieren wir es beim nächsten Mal halt weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.